Mit Niro Quickburn bietet der bekannte Hersteller allen Nutzern eine kostenlose Brennsoftware als Bestandteil von Niro Quick Media zum Download an. Nach dem ersten Start macht sich die Anwendung an die Arbeit und durchsucht automatisch die Festplatten nach Videos, Bildern und Musik. Wer möchte, kann den Vorgang abbrechen und die Suche manuell ausführen. Dafür kann man auf der Startseite entweder über die erste Box-Ordner hinzufügen oder ruft die Option auf, wo man die Inhalte entsprechend verwalten kann. Alle aufgenommenen Inhalte werden übersichtlich in den jeweiligen Bereichen zur Verfügung gestellt. Zwar werden hier Videos und Bilder zusammengefasst präsentiert, aber man kann sie sich auf Wunsch getrennt voneinander anzeigen lassen. Zudem stehen weitere Filter und Ansichten zur Verfügung. Wer möchte, kann die Bilder noch ein wenig bearbeiten, indem man sie zuschneidet, neu ausrichtet, die Farben anpasst oder auch Effekte hinzufügt. Sowohl die Videos als auch die Bilder können einem Album, einem Fotobuch oder einem Kalender hinzugefügt und auf Wunsch auch veröffentlicht werden. Die Musikstücke kann man ebenfalls als Liste mit und ohne Vorschaubilder betrachten. Natürlich lassen sich die Dateien auch nach Alben, Interpreten, Genre und Titel sortieren. Hier besteht die Möglichkeit, sich auch eigene Playlisten von seinen Tracks anzulegen. Darüber hinaus steht noch eine Musikdatenbank zur Verfügung und man kann Songs per Mail verschicken. Bevor man nun die Brennsoftware nutzen kann, muss man unter dem Menüpunkt Market zunächst die Niro Quickburn App installieren. Dafür benötigt man einen Account bei Niro, den man recht schnell einrichten kann. Nachdem man sich angemeldet hat, wird die App automatisch hinzugefügt. Auf der Startseite kann man nun direkt die Brennfunktion aufrufen, um eine Datendisk zu erstellen oder eine Disk zu kopieren. Es können sowohl Inhalte von der Bibliothek als auch von der Festplatte hinzugefügt werden. Wer möchte, kann sich die Inhalte vorher auch nochmal ansehen bzw. anhören. Für die Musikstücke stehen mit der Audio-CD und der MP3-Disc noch zwei weitere Optionen zur Auswahl. Auch bei den Videos und Bildern bietet Niro weitere Menüpunkte an. Jedoch muss man für diese Funktionen erst einmal bezahlen, um sie auch nutzen zu können. Mit Niro Quickburn holt man sich ein kostenloses Brennprogramm auf den Rechner, mit dem man die gängigsten Aufgaben erledigen kann.